Dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, zur bald anstehenden Europawahl und zu der Frage, wie gelingt es uns, dass Europa atomwaffenfrei wird und was können wir ganz konkret jetzt in den nächsten Wochen dafür tun. Wir, das sind Marvin Mendiker vom Netzwerk Friedenskooperative, der das Projekt nuclearban24.eu leitet, und ich bin Simon Bödecker von Ohne Rüstung Leben. Und wir beide arbeiten im Trägerkreis Atomwaffen abschaffen bei uns anfangen, der das Webinar hier heute auch organisiert und veranstaltet. Ich habe es gerade schon erwähnt, das Webinar wird aufgezeichnet. Zu sehen sind in der Aufzeichnung nur diejenigen, die sprechen. Daher die Bitte, den Ton einfach auszuschalten, damit es da keine Störungen gibt. Und wenn ihr Fragen habt, dafür ist am Ende, so im letzten Drittel oder Viertel des kurzen Webinars heute Platz vorgesehen, schreibt die gerne in den Chat, dann werden wir das entsprechend berücksichtigen und aufgreifen. Ja, unsere Idee war, dass wir einfach unser Wissen, unsere Kenntnisse aus der Arbeit der letzten Wochen, und wir haben relativ intensiv zum Thema Atomwaffen in der EU gearbeitet, mit euch teilen wollen, und wir würden das so ein bisschen im Dialog machen, weil wir da auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und einleitend, ich habe es kurz erwähnt, das Nuclearban24.eu-Projekt, ein Projekt des Trägerkreises Atomwaffen abschaffen, wird von dir geleitet, Marvin. Und ich würde dich einfach bitten, nochmal vorzustellen, worum geht es da, was ist das Ziel und warum ist das so wichtig? Ja, auch von mir erstmal danke für das Interesse und schön, dass ihr euch dazugeschaltet habt. Das Projekt nuclearban24.eu wurde letzten Herbst vom Trägerkreis Atomwaffen abschaffen entworfen. Warum? Weil jetzt in 3 Wochen die EU-Wahlen anstehen. Am 9. Mai ist es soweit. Und deshalb dachten wir uns, das ist doch ein guter Anlass, um einmal einen Blick auf die EU zu werfen und wie sieht das eigentlich aus mit Atomwaffen in Europa, speziell in der EU? Wir haben uns vorgenommen, wir möchten dabei 3 Themen bearbeiten. Das ist einmal, dass die EU keine Atomwaffen bekommen soll. Anlass sind dann natürlich die vielen Debatten, die es in letzter Zeit gab. Das heißt, das ist ein brandaktuelles Thema. Dann möchten wir, dass es vom EU-Parlament ein klares Bekenntnis zum Atomwaffenverbotsvertrag gibt und auch fordern wir das Ende der nuklearen Teilhabe in der EU. Danke dir. Vielleicht können wir gleich noch auf die einzelnen Bestandteile dieses Projektes eingehen. Wir haben da ja unterschiedliche Aktionen geplant oder auch schon durchgeführt. Magst du dazu einfach direkt kurz noch was sagen, was die Bestandteile des Projektes sind? Ja, wir konnten zum einen vor einigen Wochen eine Podiumsdiskussion in Düsseldorf durchführen mit Kandidierenden und Abgeordneten zur Europawahl, wo sich leider nicht alle Parteien daran beteiligt haben. Wir sind natürlich sehr bewusst auch nach Düsseldorf gegangen, weil es gibt dort eine hohe Dichte an EU-Kandidierenden, meistens auf den vorderen Plätzen. Prominentester Name ist dann natürlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Und wir fanden das sehr schade, dass gerade sie sich nicht der Diskussion stellt. Wir hatten trotzdem eine interessante Diskussion, die kann man sich jetzt immer noch auf YouTube angucken. Darüber hinaus informieren wir viel darüber, wie stehen eigentlich die einzelnen Staaten zu Atomwaffen. Das könnt ihr auf unserer Internetseite finden. Dort gibt es inzwischen schon eine ganze Reihe Länderporträts. Bis zur Wahl wird das auch noch vervollständigt. Ein paar fehlen noch. Und darüber hinaus, ja, machen wir das, was Bewegungen machen. Wir organisieren Protest in Form von Unterschriftenaktionen, dass wir versuchen, den Gruppen vor Ort was anzubieten, beispielsweise zum 1. Mai, zum Ostermarsch. Naja, und eine Sache, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil wir da später noch drauf zu sprechen kommen, haben wir da natürlich auch noch, womit wir auf die Abgeordneten bzw. die Kandidierenden direkt zugehen. Ja, genau, so viel erstmal dazu. Super, jetzt hast du die europäischen Staaten erwähnt, die ganz unterschiedliche Positionen haben zu Atomwaffen. Kannst du was nochmal zur allgemeinen aktuellen Situation in Europa sagen? Warum ist das Thema Atomwaffen in Europa gerade so relevant und warum ist die Situation vielleicht auch so gefährlich? Ja, das macht natürlich
nie Spaß, darüber zu reden, weil immer ist die Situation dramatisch und gefährlich. Da können wir jetzt anfangen, darüber zu reden, dass es keine Rüstungskontrollverträge mehr gibt, etc. pp. Das Ganze, was schon vielfach besprochen wurde, möchte ich jetzt mal ausklammern und auf ein paar sehr aktuelle Sachen blicken. Und das eine ist, dass wir eine nach wie vor sehr große eine sehr hohe Atomkriegsgefahr in Europa haben, bedingt durch den Krieg Russlands in der Ukraine, wo jetzt vor ein paar Tagen, Anfang letzter Woche, es auch noch mal aufkam, dass Russland ein Atomkriegsmanöver sehr in der Nähe der Ukraine angekündigt hat, das zeitnah stattfinden soll. Sowas lehnen wir natürlich ab, genauso wie wir natürlich auch die jährlich stattfindende Übung der NATO, also Steadfast Nun, die jedes Jahr im Oktober stattfindet, ablehnen. Was ebenfalls sehr besorgniserregend ist, ist, dass in letzter Zeit viele Staaten ihre Offenheit dafür artikulieren, ach, bei uns könnten doch auch Atomwaffen stationiert werden. Letzten Monat war das Polen, wo der dortige Präsident Duda sagte, ja, wenn die NATO will, wir wären bereit dafür. Ich habe nicht so oft was an der NATO zu loben, aber sie hat dankend Nein gesagt. In dem Fall, das ist richtig so. Jetzt letzte Woche gab es noch mal Ähnliches in Schweden, wo der dortige Premierminister Kristersson, heißt ja, das wusste ich vorher nicht, das musste ich mir noch mal rausschreiben. Gloucester Metzold. Wo der dortige Premierminister auch sagte, wir möchten da etwas ändern. Und zwar möchten wir, dass die Stationierung in Kriegszeiten möglich ist. Und ja, das sind natürlich alles besorgniserregende Tendenzen. Und da müssen wir aktiv werden, auch ganz speziell mit Blick auf die EU. Ja, also sehr besorgniserregende Trends in Richtung Aufrüstung oder Forderungen nach Stationierung weiterer Atomwaffen. Kannst du uns kurz nochmal einen Überblick geben, wie die aktuelle Lage in der EU ist? Wo gibt es Atomwaffen und wem gehören sie? Ja, es ist super interessant, sich die EU anzugucken und wie die Staaten dazu Atomwaffen stehen. Nach dem Brexit ist Frankreich die einzige Atommacht, die eigene Atomwaffen hat. Dann gibt es noch die Staaten, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe Atomwaffen in ihrem Land haben, also US-Atomwaffen, Deutschland, die Niederlande, Belgien und Italien. Dann haben wir leider eine sehr große Gruppe an Staaten, die zwar keine eigenen Atomwaffen haben, auch keine US-Atomwaffen stationiert haben, aber sich unter dem sogenannten nuklearen Schirm, das Wort ist natürlich irreführend, befinden. Aber es gibt auch einen kleinen Lichtblick. Und zwar, dass es immerhin vier Staaten gibt, die den Atomwaffenverbotsvertrag unterstützen. Das sind zum einen das einmal Österreich, Irland und Malta, die bereits unterzeichnet und ratifiziert haben. Und das ist auch etwas, was uns erst bei unserer Arbeit in diesem Projekt aufgefallen ist. Es gibt sogar noch einen weiteren Staat, auch ein kleiner Staat, Zypern, der zwar nicht beigetreten ist, also weder unterzeichnet noch ratifiziert hat, aber immerhin jedes Jahr bei der UN, wenn es diese Abstimmung gibt, zum Atomwaffenverbotsvertrag, sagt, wir finden es gut, dass der in Kraft ist. Da sollten alle Staaten beitreten. Also es gibt auch ein bisschen Potenzial noch gerade. Und das ist natürlich insofern wichtig. In der EU herrscht Einstimmigkeitsprinzip. Und solange es Staaten gibt, die konsequent Nein zu Atomwaffen sagen, ist das schon mal für uns als Friedensbewegung viel wert. Im Hinblick auf solche Debatten brauchen wir EU-Atomwaffen. So, aber ich würde sagen, wir haben genug geredet über die Lage in der EU. Simon, erzähl du mir doch mal, wie sieht es denn in Deutschland eigentlich aus? Du hast dich viel mit den Parteiprogrammen beschäftigt. Ganz genau. Ja, wie sieht es in Deutschland aus, ist die richtige Frage, denn bei der Europawahl ist es ja nun mal so, dass wir quasi nationale Parteien wählen, die dann
für uns Deutsche ins Europaparlament einziehen. Und genau darum geht es bei der Europawahl Anfang Juni. Und ja, wir haben uns von Ohne Rüstung Leben zusammen mit dem Trägerkreis tatsächlich intensiv damit beschäftigt, wie stehen die Parteien, die jetzt bei der Europawahl antreten, eigentlich zu den Fragen der nuklearen Aufrüstung oder Abrüstung. Und das ist ganz interessant. Wir haben uns zuallererst die Wahlprogramme angeschaut und da fällt dann schon auf, bei vielen Parteien ist das gar kein Thema. Ich kann jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ihr findet die Informationen alle bei Ohne Rüstung Leben auf der Webseite und auch auf nuclearban24.eu. Da könnt ihr euch das im Detail anschauen, was ich jetzt kurz schlaglichtartig erwähnen werde. Aber wir haben auf der einen Seite die Linke, die relativ klar sagt, sie ist gegen alle Atomwaffen und lehnt sie vollständig ab. Wir haben auf der anderen Seite die eher konservativen Parteien, die sich sehr bedeckt halten, die sich zum Thema atomare Abrüstung überhaupt nicht äußern. Und das birgt natürlich immer die Gefahr, dass das auch quasi eine Art von Freibrief sein kann. Ja, wer sich nicht äußert, kann hinterher Fakten schaffen, ohne Versprechen brechen zu müssen. Deshalb haben wir zusammen mit dem Trägerkreis diese drei Forderungen erarbeitet, die du vorhin vorgestellt hast, Marvin, nämlich zum einen die Ablehnung von EU-Atomwaffen, zum zweiten die Forderung einer atomwaffenfreien EU, also Abrüstung der französischen und Abzug der US-Atomwaffen, und zum dritten eben die Forderung, dass das Europäische Parlament den Mitgliedstaaten empfehlen soll, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterstützen. Und diese drei Forderungen haben wir genommen und haben sie bei den Parteien, die das ermöglichen, einfach als Wahlprüfstein eingereicht und gefragt, ja, wie steht ihr zu diesen Forderungen? Unterstützt ihr die? Und was da als Antworten kam, findet ihr auch bei Ohne Rüstung Leben auf der Webseite, ist aber durchaus interessant. Ich greife mal drei Schlaglichter raus. Auf der einen Seite, ja, die Linke, die ganz klar sagt, wir wollen alle Atomwaffen abrüsten. Im Kalten Krieg haben Staaten zum Teil bewusst abgerüstet, um andere zum Abrüsten zu bewegen. Das war mutig, ja, und das sollte sich die EU jetzt zum Beispiel nehmen. Dann haben wir, und das ist relativ repräsentativ für die meisten anderen Parteien, die Aussage, ja, wir würden ja gerne eine atomwaffenfreie Welt erreichen, aber angesichts des russischen Angriffskrieges ist das illusorisch. Die Grünen bringen das hier sehr schön auf den Punkt. Nach dem Ende des Krieges wollen wir gemeinsam mit Russland auf einen Pfad der Abrüstung kommen. Und an dessen Ende steht dann hoffentlich ein gemeinsames Unterzeichnen des Atomwaffenverbotsvertrages. Also die Vision einer atomwaffenfreien Welt ist da, aber der Weg dahin, der scheint illusorisch. Und das ist eben das Bedenkliche, dann haben wir CDU und CSU, die ganz klar sagen, die nukleare Teilhabe ist ein wichtiges Element der nuklearen Abschreckung und soll gemeinsam mit unseren europäischen Partnern in der NATO weiterentwickelt werden. Das heißt, hier klingt schon ganz klar an, nukleare Teilhabe, Erweiterung, beispielsweise mit Blick auf das, was der französische Präsident Macron ja angekündigt hat. Wir haben hier also letztlich in einem Bereich, und das vielleicht noch als letzter Satz, für den die EU eigentlich gar nicht zuständig ist, doch ein relativ breites Meinungsspektrum und ganz viele Fragezeichen. Das ja, klingt ja ehrlich gesagt ganz schön mau. Und wir hatten einen sehr ambitionierten Titel hier. Wie machen wir die EU atomwaffenfrei? Simon, hast du für uns da einen Tipp? Ja, es klingt tatsächlich erstmal entmutigend. Es klingt vor allem deshalb entmutigend, wenn man auf die letzten Jahre schaut, weil wir schon mal an einer ganz anderen Stelle standen. Es gab 2016 tatsächlich einen Beschluss des Europaparlaments, wo es die Mitgliedstaaten aufgefordert hat, den Atomwaffenverbotsvertrag, den es damals noch nicht gab, aber den Prozess, der dazu führte, zu unterstützen. Und ich denke, mit Blick darauf, dass das EU-Parlament letztlich eben, wie gesagt, nicht in die nationalen Verteidigungsstrategien eingreifen kann, ist das aber was, was wir erreichen könnten, dass das EU-Parlament eben hoffentlich in naher Zukunft wieder entsprechende Botschaften raussendet in die EU. Du hast es angesprochen, einige Länder in der EU, die auch im Parlament vertreten sind, unterstützen das Atomwaffenverbot und das möchten wir gerne erreichen. Und im ersten Schritt ist uns deshalb sehr, sehr wichtig, dass wir diesen gefährlichen und absurden Forderungen nach EU-Atomwaffen widersprechen. Du hast es angesprochen, wir haben dafür ein Aktionselement vorbereitet. So sieht das aus. Das ist ein kleines Faltblatt mit dem Titel Eurobombe stoppen. Und in diesem Faltblatt stehen unsere Forderungen und ganz knapp unsere Argumente drin. Und vor allem ganz wichtig auf der Rückseite ist die ICAN-Erklärung für Abgeordnete abgedruckt. Für all diejenigen, die das noch nicht kennen, was hat es damit auf sich? Diese ICAN-Erklärung, die ist international in jedem Land der Welt der gleiche Wortlaut und
in jedem Land der Welt arbeiten Aktive daran, dass möglichst viele Abgeordnete diese Erklärung unterschreiben. Und sie erklären damit öffentlich, dass sie in ihrem Land dafür eintreten möchten, dass Atomwaffen verboten werden. Und was wir jetzt gerade machen in den Wochen vor der Wahl ist, wir versuchen möglichst viele Kandidierende fürs Europaparlament eben dazu zu bringen, dass sie diese Erklärung unterschreiben, weil dann haben wir die Hoffnung, dass es eben aus dem Parlament heraus auch eine starke Botschaft für das Atomwaffenverbot gibt. Und klar, in der Demokratie, was kann man machen? Man kann diejenigen Parteien wählen, die ganz klar für ein Atomwaffenverbot stehen. Und ich habe auch am letzten Wochenende nochmal gemerkt, wie gut die Broschüre jetzt eigentlich ist. Zum einen, weil da einfach sehr gute Argumente gegen EU-Atombomben drinstehen. Und das Zweite ist auch, als ich durch die Stadt gelaufen bin, da wird man ja von den Leuten, von den Parteien gerade aktiv angesprochen. Das ist ja schwierig, nicht von denen angesprochen zu werden. Und da habe ich mir vorhin auch nochmal ein paar bestellt. Einfach, um sie beim nächsten Mal einfach direkt in die Hand geben zu können. Und ich hoffe, das machen auch viele hier. Also das ist ein sehr schönes Faltblatt, das ihr da entwickelt habt. Jetzt stellt sich mir noch die Frage, ja, wie viel bewirkt das denn mit den ICAN-Abgeordnetenerklärungen? Also es gibt ja beispielsweise unsere Außenministerin, die auch schon da unterzeichnet hat. Ob das jetzt so viel Einfluss auf die Politik hat, fraglich, aber gibt es auch positive Beispiele? Es gibt durchaus positive Beispiele insofern, dass man die PolitikerInnen eben dann ganz bewusst darauf ansprechen kann und immer wieder darauf hinweisen kann. Hey, Sie haben das doch hier unterschrieben. Wie kommen Sie denn jetzt dazu, eine andere Aussage zu treffen? Und ja, sehr prominentes Beispiel dafür ist beispielsweise die Vizepräsidentin des Parlaments, Katharina Barley, die ja durch Unachtsamkeit oder bewusst, wir wissen es nicht, die Debatte über die EU-Atomwaffen nochmal mit angestoßen hat Anfang dieses Jahres. Unsere Kolleginnen von der IPPNW in Aachen haben sie dann tatsächlich einige Tage später konfrontiert und haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie doch die Abgeordnetenerklärung unterzeichnet hat und eigentlich für eine atomwaffenfreie Welt steht. Und das ist dann einfach ein sehr gutes Mittel, um den Politikerinnen nochmal deutlich zu machen, was sie da eigentlich fordern. Und Barley hat ja dann öffentlich auch zurückgerudert, inwiefern es da dann wirklich einen Zusammenhang gibt, sei dahingestellt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Instrument haben, wo wir die Politik immer wieder festnageln können. Und für einfach eine Größenordnung, also in Deutschland können ja Landtags-, Bundestags- und EU-Parlamentsabgeordnete unterzeichnen. Und das steht hier auch drauf. Es sind in Deutschland schon über 600 Politikerinnen und Politiker, die diese Abgeordnetenerklärung unterzeichnet haben. Also das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist wirklich ein Hebel, den wir da haben und den wir in Lobbygesprächen immer wieder nutzen. Ja, und den ihr alle nutzen könnt. Du hast es angesprochen. Wahlkampf steht an. Das ist der perfekte Weg, wenn die PolitikerInnen noch gewählt werden möchten. Dann sind sie immer recht offen und hören sich an, was man zu sagen hat. Und wenn man sie dann auf das Thema anspricht, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal. Danke dir. Also das ist ja gut zu hören. Und also ich hoffe auch, dass da viele mitarbeiten dann, weil, wie du sagtest, damit kann man die Politikerinnen und Politiker quasi festnageln auf das, was sie mal unterschrieben haben. So, ich glaube, wir haben jetzt die Zeit, um nochmal auf Fragen aus dem Chat einzugehen. Ich will vorab einmal dazu sagen, es gibt Fragen in Richtung, wo finde ich das und das? Wir speichern den Chat und wir werden morgen oder übermorgen nochmal eine Mail rausschicken, wo wir alle Links euch zur Verfügung stellen auf einen Blick. Aber so, dass wir uns jetzt auf die inhaltlichen Fragen konzentrieren können. Und da sehe ich eine Frage von Felix zum Beispiel. Wenn Zypern für die Resolution zum AVV gestimmt hat, warum hat das Land den Vertrag nicht unterzeichnet bzw. ratifiziert? Gute Frage. Final kann ich es nicht beantworten. Was ich über Zypern, über das ich mir bisher noch gar nicht viele Gedanken gemacht habe, gelernt habe, ist, dass es einer von wenigen neutralen Staaten in der EU ist. Das heißt, die gehören keinem Militärbündnis an. Dadurch haben die grundsätzlich erstmal mehr Spielraum bei solchen Fragen. Es gibt allerdings auch immer noch britische Militärbasen dort. Keine Ahnung, was da genau passiert, ob die möglicherweise nicht in Compliance wären
mit dem Atomwaffenverbotsvertrag, aber möglicherweise ist das eine Hürde. Ich würde vermuten, das Projekt gibt uns hier die Möglichkeit, mal in Zukunft weiter nachzuforschen. Simon, da gibt es noch eine Frage zu den Wahlprogrammen, und zwar, was sagt die BSW? Ja, zum Wahlprogramm kann ich da tatsächlich was sagen und vielleicht beantworte ich gleich die Frage, die mir auch schon gestellt wurde, warum habt ihr eure Wahlprüfsteine denn nicht bei allen Parteien eingereicht? Das ist nicht, dass wir irgendwie einzelne Parteien benachteiligen möchten, sondern wir können das einfach aus Kapazitätsgründen, können wir nicht jeden einzelnen Kontakt recherchieren, erklären, was sind Wahlprüfsteine und so weiter. Deshalb haben wir nur die Online-Tools von den Parteien genutzt, die das angeboten haben. Und BSW gehörte da leider dieses Jahr noch nicht dazu. Deshalb keine Wahlprüfsteine, also keine Wahlprüfsteinantworten von BSW. Aber im Wahlprogramm von BSW wird ein Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus allen EU-Mitgliedstaaten gefordert, also tatsächlich eine Zustimmung zum Ende der nuklearen Teilhabe. Und es wird betont, Frieden und Sicherheit in Europa können stabil und dauerhaft nicht in Konflikt mit der Atommacht Russland gewährleistet werden. Insofern hier quasi ein Signal in Richtung Entspannungspolitik mit Russland und Ende der nuklearen Teilhabe der USA. Darüber hinaus werden aber keine Aussagen getroffen. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was der Spitzenkandidat Thomas Geisel in unserer Podiumsdiskussion vertreten hat, dass das die Schwerpunkte sind vom BSW. So, ich scrolle gerade durch den Chat. Ich sehe, glaube ich, nichts Unbeantwortetes, aber eine Frage höre ich so oft, die muss ich dir auch noch stellen. Und zwar, ich habe keine Ahnung, wer für mich fürs EU-Parlament kandidiert. Wo finde ich das überhaupt? Ganz wichtige Frage und tatsächlich auch ein ziemliches Problem, wie ich finde, bei der Europawahl. Also grundsätzlich ist es so, dass die meisten Parteien bundesweite Listen haben. Die finden sich auf der Webseite der jeweiligen Partei. Und da sind dann die Kandidierenden nach ihren jeweiligen Listenplätzen aufgeführt. Die CDU-CSU handhabt das anders. Die haben für jedes Bundesland eigene Listen. Also hier ist schon eine Uneinheitlichkeit. Darüber hinaus ist dann aber natürlich die Frage, welche der Kandidierenden kommen denn aus meiner Region, welche kann ich ansprechen, mit welchen kann ich gegebenenfalls tatsächlich auch persönlich sprechen. Und das lässt sich nur über eine extrem komplizierte Recherche herausfinden. Also man muss letztlich die Namen der Kandidierenden einzeln googeln. Meine Empfehlung wäre an der Stelle zum einen immer die Spitzenkandidierenden anzuschreiben. Denen kann man vielleicht auch eine E-Mail schreiben oder ganz klassisch einen Brief. Und dann darauf zu achten, jetzt hängen ja die Wahlplakate, du hast es angesprochen, überall. Zumindest hier in der Region hängen jetzt auch die ersten Ankündigungen, dass eben Kandidierende kommen zu einer Wahlkampfveranstaltung, eine Rede halten oder so. Und ich denke, das ist ein guter Anlass, sich die Namen dann anzuschauen, weil das sind dann die Spitzenkandidierenden und die jeweils Lokalen. Und die kann man dann ganz bewusst anschreiben oder eben direkt auf dieser Veranstaltung ansprechen. Auch da haben die Kolleginnen in unterschiedlichen Städten gute Erfahrungen gemacht. Ja, das ist ultra schwer zu recherchieren, es sei denn, man hat so aufmerksame Leute wie wir im Chat. Da haben wir einen Link bekommen, den werden wir auch dann in das Follow-up-Mail packen. Und wenn man die Kontaktdaten da findet, dann wäre das ja super. Danke an Felix. Zumindest die Listen findet man dort alle auf einen Blick, wenn ich das gerade richtig sehe. Das ist dann schon mal tatsächlich hilfreich. Prima. Ich sehe hier noch eine Frage. Gibt es Überlegungen, das Projekt nach der EU-Wahl fortzusetzen? Dazu kann ich soweit sagen, also wir machen nicht am 9. Juni Schluss, sondern eine unserer Forderungen ist ja, dass wir ein Bekenntnis des neuen Parlaments dann zum Atomwaffenverbotsvertrag haben möchten. Das heißt, wir werden auch nach der Wahl uns nochmal an die Kandidierenden, die dann im Parlament sitzen, wenden und die auffordern, dass da auch was geschehen muss. Da ist natürlich ein wichtiger Anlass. Nächstes Jahr findet zum einen die nächste Staatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrags statt. Gleichzeitig ist es auch das Jahr, wo sich die Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki zum 80. Mal jähren. Und das werden wir natürlich nutzen und dort anregen, dass eine entsprechende Resolution verabschiedet wird. Und das Thema wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben, befürchte ich leider.
Definitiv. Also, ob wir das Projekt jetzt in der Form weiterführen, das können wir beide natürlich nicht allein entscheiden. Aber ich würde vielleicht auch noch einen anderen Punkt aufgreifen, der im Chat mehrfach aufgekommen ist. Und das ist die Frage einer möglichen Kooperation mit Aktiven aus Frankreich. Und da haben wir tatsächlich zumindest Nachrichten von den ICANN-Gruppen in Frankreich, dass die eben auch intensiv dafür werben, dass das Europäische Parlament eine Resolution mit Blick auf die Staatenkonferenz zum AVV einbringen soll. Und das ist alles nicht spruchreif, aber ich denke, es ist eine gute Idee, wenn deutsche und französische Aktive da dann gemeinsam für dieses Ziel arbeiten. Und gerade da Frankreich so eine wichtige Rolle spielt in dieser Frage, ist das sicherlich eine gute Idee, was da auch im Chat genannt wird. Absolut. Eine ganz konkrete Frage gibt es hier noch, und zwar diesmal die SPD. Wie steht die zum AVV? Ja, ich kann es einfach ganz knapp wiedergeben. Wir haben sie ja gefragt, ob sie den AVV unterstützt, und sie antwortet: Die SPD hält am Ziel einer atomwaffenfreien Welt fest. Wir setzen uns für die Einhaltung und Umsetzung internationaler Abrüstungsverträge ein. Gleichzeitig erkennen wir an, dass die nukleare Teilhabe in der NATO ein wichtiger Bestandteil der europäischen Sicherheitsarchitektur ist. Also so schön kann man einen "Wir lehnen den AVV aktuell ab" auch verpacken. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, dass einmal die Frage umschifft, aber dann eigentlich doch auch ein Nein. Ja, gut, dann müssen wir daran arbeiten, dass das mehr wird, dass das besser wird. Vielleicht aber noch ein Punkt, der generell immer gilt, sowohl auf Bundesebene als auch auf Europaebene. Wir sprechen viel über die Parteien, aber es ist natürlich so, dass die einzelnen Abgeordneten gegebenenfalls ganz andere Meinungen haben. Und deshalb einfach nochmal die Ermutigung, jetzt nicht zu sagen, okay, das ist die Position der SPD, es lohnt sich gar nicht, mit denen zu sprechen, sondern im Gegenteil. Also wir wissen ja, dass in den Parteien ganz intensive Auseinandersetzungen stattfinden. Und der Vertreter der SPD bei unserem Podium beispielsweise war da auch ganz anderer Meinung. Der unterstützt den AVV auch vollumfänglich. Und insofern ist es gut, da im Kontakt mit Abgeordneten zu sein, auch mit Europaabgeordneten, und immer wieder Argumente vorzubringen, weil so bewegt man dann in den Parteien auch was. So, das ist jetzt eure letzte Chance, noch eine Frage zu stellen. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt. Ah, da kommt eine. Hey, welche Partei schätzen wir realistischer und mutiger ein, an einer atomwaffenfreien Welt weiter dran zu bleiben? Grüne oder SPD? Das ist jetzt natürlich in der Konkretion schwierig, wenn man das Vertreter von gemeinnützigen Organisationen fragt, weil ich möchte hier keine Partei in irgendeiner Art und Weise empfehlen. Und ganz abgesehen davon muss ich auch sagen, in der aktuellen Situation fällt es mir unglaublich schwer, da jetzt zu sagen, eine ist realistischer oder mutiger. Ich glaube, der pazifistische Flügel in der SPD ist immer noch vorhanden. In der veröffentlichten Positionierung sind die Grünen tatsächlich, das zeigt sich auch in unserer Auswertung, etwas stärker für ein Atomwaffenverbot. Sie schließen beispielsweise die EU-Atomwaffen tatsächlich kategorisch aus. Das tut die SPD nicht. Aber ich glaube, am Ende sind sie realpolitisch aktuell nicht so weit auseinander und sehr schwer einzuschätzen, wie sich das weiterentwickelt. Oder siehst du das anders? Das würde ich soweit teilen. Jetzt kommt noch die Frage. Und die Linke. Ich glaube, die hattest du zwar eingangs von dir auch schon erwähnt, aber Bei der vielleicht magst Linken du das nochmal wiederholen. ist nicht die Frage der Haltung, sondern die Frage des politischen Einflusses, glaube ich, tatsächlich die ausschlaggebende. Weil was die Antworten angeht, die wir bekommen haben, sind sie eigentlich voll und ganz auf der Linie der atomaren Abrüstung. Inwiefern das realistisch ist, dass sie diese Ziele dann umsetzen können, ist natürlich eine andere Frage. Und dann würde ich vorschlagen, dass das die letzte Frage war. Ich danke zum einen euch allen, die sich eingeschaltet haben. Ich hoffe, dass ihr alle das als Anlass nutzt, um jetzt auch noch aktiv zu werden, falls ihr es nicht schon ohnehin wart. Ich glaube, viele von euch waren das. Ich danke dir, Simon, für das Gespräch. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich auch. Danke dir. Und nochmal der Hinweis, ne, die ganzen Informationen auf nuklearben24.eu oder bei Unrüstung leben, und gerne diese Faltblätter, es gibt sie kostenlos, keinerlei Bedingungen, einfach bestellen und nutzen, damit wir möglichst ein starkes Zeichen gegen die Eurobombe setzen können.